Wir sind zwar in der Schwächung auch, den müssen wir eigentlich auch. Ach, scheiße. Okay, der hat auf jeden Fall den meisten Wert. Den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ich gucken, was ich wegschmeißen muss. 8 Kilo muss ich wegschmeißen. Bebänderte Eisenrüstung, die kann. Wieso habe ich den doppelt? Ach ja, von vorhin da. Gut, schmeißen wir die eine weg. Haben wir ja wieder frei. Können wir den mitnehmen. Aber den glaube ich nicht ganz. Ah. Jetzt müssen wir hier noch was wegschmeißen. Von was trennen wir uns denn? 20? 25? 60? Sagen von den Stiefeln. Scheiße, jetzt müssen wir noch was wegschmeißen, ey. Tränke, Schriftrollen, Zutaten. Mal irgendwas, was wir wegschmeißen könnten. Ach, Mist, ey. Ja, gut, ja, haben wir Waffen. Den Nordbogen, der hat 10. Der Jagdbogen, der hat nur 9. Würde ich sagen, schmeißen wir den Jagdbogen einfach weg. Ja, gut. Ich hoffe, jetzt erwarten uns hier nicht noch mehr solche Überraschungen. Von wegen hier. Auf einmal steigt da ein Fürst aus dem Grab. Müssen wir hier ein bisschen hochlaufen. Okay. Ich hoffe, jetzt passiert nichts, was mich umbringt. Ah, gut. Geht's hier raus. Und hier lang. Die brennt aber Ewigkeiten, denke ich. Also wenn hier niemand war, ne? Dann fresse ich aber einen Besen. Totenschädel? Nö. Was ist das? Wem? Wem habt ihr das gemacht? Das sieht mir aus wie so ein Drachendenkmal. So, das soll Drachenkopf sein. Die trauern um Drachen. Das sind aber echt kranke Leute. So, erstmal wieder alles mitgenommen hier. Dann geht's endlich ab nach Himmelsrand. Ja! Das ist ja ein hammergeiles Schild. So, rennt da noch ein bisschen auf der Stelle rum. Oh. Ja, geht's wieder rein. Was ist das denn? Zaubertrank des Schlossknackens. Liegt da einfach so in der Gegend rum. Ist klar. Oh, diese Gratwanderung. Oh. Nein, nein. Oh, gut. Ich hoffe, wir kommen jetzt einfach wieder runter. Da sind die Steine, da ist das Häuschen, da müssen wir hin. Okay. Da ist ein Hase. Gut, die Waffen können wir wegstecken. Ich denke, hier greift uns erstmal nichts an. Hoffe ich zumindest. Außer der Hase. Aber ich denke, der kann uns nichts tun. Na gut, so, das war ja mal ein schönes Abenteuer. Erstmal in der Höhle. Ja. Mal sehen, was uns in Weißhof erwartet, wenn wir dem Jarl Bescheid sagen. Dass wir einen Drachen gesehen haben in Helgen. Dass er uns sozusagen vor dem Henker bewahrt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das Haus da friedlich ist. Denn wer nachts schuftet, ist doch etwas merkwürdig. Anises Hütte entdeckt. Reden wir mal mit Anise. Ich bin doch nur eine arme alte Frau, Schätzchen. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen. Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. Ja. Stehlen. Alchemie verbessert. Immerhin. Was hat die denn da dran?
Nehmen wir erstmal mit. Gemüsesuppe hat sie sich gemacht, aber nicht gegessen. Weizenstelle. Ich fühle mich hier draußen immer so. Ja, ich verlasse dich jetzt auch schon wieder, Anise. Tut mir leid, aber. Was ist das? Wieso hat es da eben gebrannt? Wieso hat es da jetzt gebrannt? Och du Scheiße. Oh nein, ein Magier. Und. Bam! Schildattacke und der ist. Die ist jetzt erstmal schlafen gegangen hier. Wollte sich erstmal das Gras beim Wachsen angucken. Verständlich. Mondzucker. Hab ich ja noch nie gesehen. Und nehmen wir erstmal mit. Was wir haben, das haben wir, ne? Da hat sich irgendwas bewegt. Das habe ich genau gesehen. Ist wahrscheinlich früh am Morgen. Der Nebel steht hier überall. Gucken, ob es geht. So, kann man wegstecken. Moment. Das will ich jetzt aber mal ausprobieren. Nordbogen. Komm, bleib stehen. Nein. Es ist ein dummer Hirsch Elch gewesen, denn er ist genau in unsere Richtung gerannt. Mist, jetzt haben wir wieder zu viel hier. Essen. Das essen wir gleich so roh weg. Hier gleich vom lebenden Tier noch warm. Dann war das schon mal weg. Und ich habe gelesen, man kann das, die ganzen Zutaten einmal probieren, dann weiß man, welche Fähigkeiten die haben und daraus kann man Tränke brauen. Und damit sich selber von Krankheiten heilen, seine Gesundheit verbessern, etc. Und ich würde sagen, wir probieren erstmal alles. Damit wir überall erfahren, was das bringt. So. Haben wir noch was? Ja, Tundra-Baumwolle, violette Bergblume und den Weizen. So, jetzt dürfen wir nicht mehr zu... Boah! Das haut rein! Ach so, ich schleiche noch, deswegen kann ich nicht laufen. So, jetzt. Ah, gut, da haben wir schon gleich wieder die Mühle. Ich weiß ja was, ich springe jetzt hier mal in den reißenden Fluss. Ich kann doch nicht schwimmen! Was denke ich mir dabei? Scheiße! Ach, Gott sei Dank drüben. So, links seht ihr, was wir alles entdeckt haben. Das können wir dann gleich irgendwann mal herausfinden. Ich denke, zuerst mal gehen wir mal zu Gerdur und Hot und knacken bei denen eine Runde. Für umsonst, ja. Ich meine, was Besseres geht's ja nicht. War es hier? Nee, das war Fehender, das war dieser Elf da, dieser schmierige Typ. Ja, genau, da müssen wir rein, um die Klaue abzuliefern. Aber, ich denke mal, der hat... nicht offen, was war das? Ah, ich glaube, der Effekt hat einfach nachgelassen von dem, was ich gegessen habe. Was ich sagen wollte, der hat da noch nicht offen, der Laden. Und, ja, ich gehe jetzt hier erstmal knacken. Hallo, Ralof. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ich seh's. Sie ist so nett. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden. Also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. So, und noch eine Frage, wie trete ich denn den Sturmmänteln bei? Ulfriks Hauptstadt ist Windhelm, nordöstlich von hier. Ihr solltet euch zuerst an Galmar Steinfaust wenden, Ulfriks rechte Hand. Er kümmert sich um die neuen Rekruten. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen, sollte ich vor euch in Windhelm eintreffen. So, Steinfaust, nämlich seine rechte Hand. Schön hier seine rechte Hand, die Steinfaust. Seid vorsichtig. Nehmen wir erstmal hier alles mit. Da haben wir Hot. Hier haben wir Gerdur.
Sind das nicht Eheleute? Wieso schlafen die in getrennten Betten? Ach, vielleicht schnarcht er einfach. Olaf und der Drache? Ne, verbessert uns leider nicht. Was haben die denn so Schönes für uns? Das können wir alles nehmen. Oh, ist ja nett. Haltet die Augen offen. Haltet die Augen offen. Nee, ich gehe jetzt knacken. Ja, mache ich sie zu. Ne, ist doch okay, oder? Was hast du da drin? Fälle. Naja. Sind wir eh wieder überladen. Oh, das nehmen wir. Legen wir uns mal zu der Frau ins Bett. Wie lange schlafen wir? Stellen wir einen Wecker? 10 Uhr. Passt. Erstmal knacken hier eine Runde. 5 Tage lang nicht geschlafen. Du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Na, prima. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Ja, sehe ich auch so. Guten Morgen. Und ab geht's. Ja, werden wir erstmal Lukan seine... Was macht der da? Ah, er probt die Übung für die Mühle. Das finde ich sehr nett von dir, dass du das hier vormachst. Schon mal Frühtraining hier. Das ist ja mal hammergeil. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Immer noch, immer noch. Wenn wir geknackt haben, geht es uns immer gut. Die Tür stand offen. Wir machen sie erstmal zu. Natürlich, wir sind ja nett. Ne, Camilla? Ihr habt die Klaue. Oh, das müsst ihr sofort Lukan erzählen. Beeilt euch. Beeilt. Ihr seid ein strammer junger Mann. Lasst euch mal wieder sehen. Oh ja. Oh ja, das sind wir. Beziehungsweise das bin ich. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Ja, geben wir sie dir doch. Lass nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Nee, 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 natürlich nicht. Ich hab die goldene Klaue. Ihr habt sie gefunden. Das ist sie. Seltsam. Sieht kleiner aus, als ich dachte. Komisch, nicht? Ja. Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Ja, das ist, super. Das ist, ja. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Natürlich, das ist auch Ehrensache gewesen. Dafür nehmen wir dir dein Gold hier vom Tresen. Es ist doch sicher kein Problem. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Klar, kein Problem. Wir sind hier es die ist Einzigen, ein schöner die Tag, wenn ihr in der Blöde Nähe seid. Ja, ich mag mich auch. Ah, oh, das stinkt doch, dieses Eigenlob, ey. Ah. Oh. Ja, hatet doch wieder rum. Hatet doch wieder rum. Alvo ist da. Würde mal sagen. Ja. So. Ach, Moment. Braucht ihr eine neue? Werft einen Blick drauf. Können wir ja was verkaufen, was wir gefunden haben, ne? Zum Beispiel den. Der hat 10. Okay, der bringt eh nichts, also brauchen wir ja auch verkaufen. Zwei Entwaffen haben wir ja gesagt. Oder hab ich gesagt, hab ich euch aufgezwungen, dass ich die eh nicht so gerne hab. Also. Brauchen wir die auch nicht haben.